Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Runde Zombie vs. Plants oder in diesem Falle Zombotanik 2 wartet auf uns und wir wollen mal gucken, was da passiert. Ach, Herr Jemini, die Flaschenkürbisse und dergleichen sind wieder mal unterwegs. Sie wollen uns fertig machen. Das finde ich natürlich nicht allzu schön. Gerade so ein bisschen überlegen, ob wir hier wieder dieselbe Strategie fahren wie bei den letzten Sachen. Aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. Wenn wir... Haben wir irgendwas zum Springen? Die schießen einfach nur permanent, ja. Auf jeden Fall brauchen wir die. Das steht ja außer Frage. Natürlich wäre ein Schleuderkohl nicht verkehrt, aufgrund dessen, dass er sehr weit schießt. Dann würde ich den einfach mal mitnehmen. Das war nur ein Flaschendeckel, keine Paniken. Den würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen wollen. Und gegeben... Oh, hier sogar ein Gatling. Ansonsten, was macht auf jeden Fall noch Sinn? Ich weiß es nicht. Man munkelt nur. Der vielleicht. Ja, so ganz am Anfang. Vielleicht noch eine kleine Mine. Seetang. Und... einen kleinen davon oder so. Probieren wir es einfach mal aus. Das scheint, das sieht jetzt nicht so schwer aus wie die anderen. Ja. Aber der Schein kann trügen. Der Schein kann trügen. Wir sammeln erstmal ein bisschen Sonne. Oder tanken Sonne, wenn man das so nennen möchte. So. Lassen wir ihn da unten in Ruhe schießen. Who cares? Ja? Sag ich mal. Tut ja keinem weh. Der Gutste. Ich sammle jetzt die 150 und snack den weg. Und würde sagen, hier so, ja. So, ein bisschen Sonne bitte. Die Herrschaften sind ein bisschen müde, so wie es aussieht, was Sonne angeht. So, nächste. Ganz wichtig in diesem Level sind wohl die Felsen, welche unsere wunderschönen Sonnen safen. Zack. Pult Nummer 1 steht. So, neue Sonne pflanzen. Oh, wie sieht's aus? Drei große. Snackt, hoffe ich, dass er nicht drauf geht. Er geht tatsächlich drauf, ne? Gib mir mal bitte eine Sonne. Sonne, 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 Sonne. Sonnenschein, perfekt. So, noch eine Sonne bitte. Ja, aber es sieht alles okay aus. Denn... machen wir es so. So, ja. Jetzt hier unten nochmal das Ding hinsetzen. So, jetzt haben wir schon mal die Wände fertig, zumindest auf dem Rasen. In erster Linie. Dann setzen wir hier gleich auf den Seetang hin. Also 175 ist angesprochen. Vielleicht kommt nämlich die erste große Wave. Das ist nicht gut. Hier könnte, der könnte drauf gehen. Bevor. Warte mal, hier der Sack.
Snack-Idee. Ja, sehr schön. So. Was? Oh. Shit. Ich habe den jetzt repariert, anstatt hier einen hinzusetzen. Was ist das denn? Hm. LOL. One and Wonder. Snack in dir. Mhm. Mhm. Gut. Sehr schön. Schön weggesnackt da hinten. Das ist gefährlich hier. Ich setze mal den dazwischen. Hier müssen auf jeden Fall die Pflanzen immer sein gegen die Flaschenkürbisse. Oder mindestens eine Mine, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dass sie auf keinen Fall darüber springt. So, den noch. Dann hier geht's weiter. So, Maulwurfmine steht. Die Chilischote. Wenn die ausrastet, ne? Sag ich dir, dann ist hier aber so richtig Action. Ich setze hier einfach mal rein, kostet ja nur 25. Mhm. Aufmerksam. Hier setzen wir mal eine neue. Ja, also quasi einmal reparieren den Kollegen. Ja, hier können auf jeden Fall noch ein paar. Ah, hier. Schön. Fehlt noch eine Gatling, hätte ich fast gesagt. Ein Katapult. Beinahe wäre noch auf die Mine gefallen da unten. Ja, ich sag mal, die ganzen defensiven Sachen, die ich hier sogar. Die Pfeilen machen hier natürlich gut den Unterschied. Ja. Da kann auch die nächste große Wave kommen. Ich denke, da sind wir relativ safe. Ja, einfach mal kurz reparieren. So und oder so. Seht ihr, zack. Auf die Mine gelatscht. Feierabend. Der wird einfach aufgefuttert, wenn er da ist. So, neue Minen setzen. Alles in Ordnung. Oh, da kommt wieder der Flaschenkürbis durch. Elendliches Ding. Das sieht so niedlich aus. Ich weiß auch nicht warum. Das ist ein kleiner Steinkopf da oben drauf. Pflanzen wenigstens was zu futtern haben. Auch hier schon wieder so ein Kürbis oder was? Ach, das ist aber bitter. Ich denke mal, dass der Dingens erschaffen würde, frühzeitig, bevor der Kürbis da runterspringt, aber scheint nicht der Fall zu sein. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen expandieren, würde ich sagen.
Was? Das ist ihm voll egal? Alter, was der aushält. Wie gesagt, jetzt wird expandiert. Vor der letzten Wave. Können wir das auf jeden Fall noch machen. Blüte. Geschosse. Pult, Geschoss. Pult. Wer weiß, was da immer noch so kommt, ganz zum Schluss. Spielen wir lieber safe. So. Naja, was soll dieser komische Flaschenkürbis lieber die kleine Mine erwischen, als zum Beispiel unseren Stein, so wie da jetzt. Das wäre halt nicht so schön. Der hat das trotz dessen geschafft. Achso, die waren zu zweit. Alles klar, ich dachte ganz alleine. Schon Panik, dass ich hier gar keinen Schaden gerade fahre. Aber das ist in Ordnung. So, hier kommt wieder ein Steinchen vor. Wir setzen einfach wahllos unsere Sachen. Zack, Snack. Nee, hat nicht funktioniert. Hier noch ein. Keiner mehr da. Die letzte Wave war genauso schwierig wie alle anderen. Kommen wir nicht durch und er snackt jetzt den großen weg. Perfekto. Die Sonne nehme ich natürlich mit und wir kriegen noch 1000 oben drauf. Ich glaube, wir können uns jetzt so langsam aber sicher das Update für die Stacheln leisten. Minispiel freigeschaltet. So. Und zwar Pogo Party. Na, das hört sich ja an. Aber da sind wir noch nicht. Erstmal nächste Runde wieder eine Runde Nussbowling und danach kommt die Pogo Party. Ich denke mal, Schlittenfahren werden wir ganz zum Schluss machen. Wir können noch einmal ganz kurz zurückgehen. Ich habe nämlich während meiner Zeit, die ich hier so verbracht habe, während meiner Missionszeit von... Ich komme nicht, ich kriege den Satz nicht zusammen. Wie hieß denn das? Das letzte Gefecht, was ich da die ganze Zeit gemacht habe. Genau. Habe ich die ganze Zeit hier Pflanzen gefunden. Die wollen nochmal gegossen werden. Das ist hier so ein bisschen Farming-Simulator. Soll es ja eine ganz gute, große Community eigentlich zu geben. Ja. Ich gehe davon aus, dass der Farming-Simulator genau so aussieht und nichts anderes passiert. Ja. Ja, die olle Pflanze da drüben möchte ganz gerne noch gegossen werden, aber das kann sie knicken. Gibt's hier nicht. What the fuck? Du bist ein Stein. Ist dir das aufgefallen? Du bist ein Dornbusch. Und was bist du? Eine Chili. Das war ja klar. So hast du auch reagiert. Gut, haben wir das auch. Gehen wir mal rüber zum Laden und schauen uns ganz kurz an. Hallo! Bei den Preisen. Hast du wohl recht. In diesem Aquariumgarten kannst du die Wasserpflanzen deines Zen-Gartens unterbringen. Natürlich. Es macht super viel Sinn. Ich bin eigentlich nur auf der Suche nach der Erweiterung für die Stacheln. Und zwar diese dort. Die werde ich demnächst dann gebrauchen können. Gut, meine Lieben, wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Bowling wieder. Ich hoffe sehr, dass euch das ganze Projekt gefällt. Macht es gut. Bis dahin. Euer Midnight. Ciao.